Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu 7 Days to Die. Hier finden wir schon unsere Baumfarm. Dementsprechend seht ihr es, wir sind fast zu Hause. Ja, wie letztes Mal angesagt, wollen wir uns heute um den Airdrop kümmern. Und dafür müssen wir uns hier mal kurz ein bisschen entleeren. Und auf jeden Fall unseren Knüppel wieder mitnehmen. Wo ist denn unser Knüppel geblieben? Schwierig. Nehme ich überhaupt auf? Ich nehme auf, das ist schön. Ja, dann schmeißen wir das da rein und das da rein. Dann haben wir hier noch was von dem Zeug. Und dieses. Die Händlerkiste war das. Haben wir keine Händlerkiste mehr? Wir kommen gerade vom Händler, ne? Nehmen wir die hier. Da schmeißen wir das rein, da schmeißen wir dieses rein. Den können wir schön verkaufen. Dann haben wir viel Essenszeug. Hier haben wir Fett und Fleisch. Und Snowberries sind, glaube ich... Lass mich lügen. Egal, die packen wir hierzu. Cotton kommt hier mit hin. Genauso wie das Leder und das Gras. Hier haben wir... So viel Clay werden wir gar nicht haben. Die Steine wären schön, aber... Dann machen wir das lieber so. Dann können wir hier noch Flexstone-Blöcke machen. Die wir jetzt schon mal anschmeißen können. Flexstone Block 130. Das brauchen wir bestimmt. Ich unterschätze das immer sehr. Und das ist nicht vorteilhaft. Was haben wir noch? Wir haben ein paar Federn, könnten wir noch mal nehmen. Dann könnten wir noch mal Pfeile machen, obwohl wir bald mal zusehen könnten, Crossbow zu kriegen, ne? Hier haben wir ja auch noch Pfeile, das ist auch schön. Da haben wir noch mal Eisen. Was haben wir noch? Das brauche ich. Das können wir mal mitnehmen. Chrysanthemen können wir hier reinschmeißen, ne? Genau. Das Moldy Bread kommt dort hinein. Das Leder hierhin. Duct Tape haben wir komischerweise bei Metall. Papier brauche ich auch nicht. Und dann nehmen wir uns nochmal ein paar Steine mit, um ein paar Pfeile zu machen. Holz bräuchten wir dementsprechend auch. Haben wir nicht mehr. Praktisch. Dann 111. Können wir hier die Hälfte der Steine wieder weglegen. So. Die dahin. Dann gehen wir jetzt Holz hacken. Und by the way holen wir da hinten nochmal schnell den Airdrop. Den ersten haben wir ja irgendwo vergeigt. Weiß der Geier, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht mehr, was da war. Ich hoffe, wir finden ihn jetzt. Ich weiß auch nicht, warum der Airdrop-Marker aus ist. Ich hatte ihn eigentlich angestellt, aber der war ja auch beim ersten Mal schon nicht dabei.
Von daher schauen wir mal und hoffen, dass da was Sinnvolles bei ist. Die Richtung hatte ich mir so ungefähr markiert. Ich hätte gleich mal gucken sollen. Und hier haben wir eine Kirche. Oh, das ist eine neue Kirche. Da war ja auch noch nicht drin. Da ist ein Geier. Lass mich ruhig in Ruhe. Darfst du ruhig. Kein Problem mit. Ach, ich wollte doch mal Knüppel mitnehmen. Knüppel aus dem Sack. Hallo, Madame. Entschuldigung. Willst du mir jetzt sagen, du hast mich nicht gesehen? Ich stand 2 Meter neben dir. Sorry, Pimps, aber das ist echt traurig, was ihr da gemacht habt. Oh, ein Hirsch. Kann ich überhaupt so weit schießen? Wie kann ich... Durchaus vorteilhaft. Vorsichtig. Ja, da war ein Nest, aber ich wollte den Hirsch nicht aus den Augen verlieren. Was ich gerade getan habe. Da war er. Doch zu weit gelaufen. Einmal kurz weggeguckt. Zack. Zack. Ja, Glück muss auch mal sein. Hechel mir jetzt nicht so ins Ohr. Das gehört sich nicht. So, wir waren irgendwo hier und haben da markiert. Und da, dann könnte das auch hier oben an der Straße sein. Es ist diese hier. Dann schauen wir mal. Dort sehe ich nichts. Hier auch nicht. So langsam sollten wir uns aber auch sputen. Komme ich hier irgendwie hoch? Überblick. Airdrop. Sind das da hinten Airdrops? Motel H. So, und spätestens jetzt würde ich mich über einen Airdrop-Marker freuen. Nur euch zwei wollen wir doch hier nochmal schnell begrüßen. Wie ich hinter ihr stehe und sie ist nicht registriert. Ich hätte ihr fast Rücken kraulen können. 1, 2. Gucken wir hier nochmal kurz rein. Denn die Stadt ist auch noch schön. Schematics. Was ist das? Aha. Das sind wohl Häuser. Da oben drauf wird es ja hoffentlich nicht gelandet sein. Das ist ja auch wieder ein sehr interessanter Abschnitt hier. Und hier haben wir auch keinen Airdrop. Da nicht, da nicht, da nicht. Ich bin nicht so der Airdrop-Spürhund, muss man gestehen. So weit weg war das doch gar nicht. Das war irgendwo... Ich stehe jetzt genau in der Verlängerung quasi. Der muss hier irgendwo sein.
hier hinter den Häusern nochmal lang gucken. Wenn es da oben ist, weine ich. Da reinrutschen kann es ja eher weniger. Ah, da war gerade ein Hühnchen, ich weiß. Aber Federn sollten gerade nicht mal, obwohl es Gefleisch. Bist du noch da? Nein. Hinterherren tue ich dir jetzt nicht. Wo bin ich denn hier eben hoch? Verdammte Axt! So. Kann ich immer noch nicht drauf gucken? Ah, egal. Ist das dann Airdrop? Seht ihr da am Zaun? Ihr habt ihn bestimmt schon 5-mal gesehen. Können wir hier mal hochgucken? Auch nicht. Aber bald müssen wir uns aber auf dem Heimweg machen. Hier zwischen könnte es noch sein, auf der Straße. Ich könnte irgendwo wetten, dass es hier irgendwo ist. Also. Ist hier drin? Nein. Hier zwischen sind wir eben schon lang. Airdrop, mach mal piep. So, zukünftig sollte man immer gleich nach Airdrops gucken, aber ich hatte die Taschen voll. Es hat keinen Zweck gehabt. Ich dachte auch, der wäre viel näher. Na, hier irgendwo. Ja, Straße hoch. Und wenn nicht, dann gehen wir jetzt nach Hause. Sonst wird das nämlich ein bisschen eng. So, dort ist nichts. Da ist nichts. Ja, da bemängelt man jetzt aber auch meine Sichtweite und die Grafik. Denn ich denke mal, man hätte sonst ein bisschen mehr gesehen. Ja gut, dann machen wir uns jetzt schnell auf dem Heimweg. Gucken mal kurz runter und ja, werden dann einfach nochmal ein bisschen was für unsere Steinvorrat tun. Ja, ich weiß, da läuft gerade was hinter mir her. Aber das soll mich jetzt nicht weiter kümmern. Denn ich hoffe, ich habe genug Ausdauer, um hier reinzuhuschen. Sehr nice. So, dann geht's weiter. Wir haben Essen mitgebracht. Wir haben Clay mit... Clay, genau. Knochen haben wir mitgebracht. Das können wir lesen. Das Glas brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber gut, das legen wir mal dahin. Ich nehme mir ein Bierchen mit. Ja doch, ich nehme mir ein Bierchen mit. Können wir die Nacht nämlich ein bisschen Eisen hacken. Flagstone da rein. Normale Steine da rein. Holz wollten wir mitgebracht haben. Da-da. Ja, allzu viel Holz habe ich da jetzt aber auch nicht gesehen, dass wir da großartig was hätten mitbringen können.
Packen wir die Federn wieder zurück. Dann können wir Mais-Samen hier erstmal reinpacken. Ist auch sehr vorteilhaft, wie ich finde. Kleber hatten wir hier drin, ne? Blei. Öl auch. Jawohl. Ach ja, dafür wurde mir geschrieben, brauche ich die Dosen. Also kann ich die eigentlich scrappen, weil... Ja. Schreibt mich an, falls ihr es nicht so seht. Ich nehme jetzt auch wieder weniger Folgen auf, damit ich auf eure Kommentare eingehen kann. Und das ist eigentlich der Plan. Warum ist das Licht schon wieder so düster? Welche Seite ist denn das? Das ist die hier, ne? Können wir hier ein bisschen Licht machen? So, so. So ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Bin ich nicht ganz so unbeleuchtet. Ich muss mich ja echt ein bisschen um Beleuchtung kümmern hier. So ist schon wieder ein bisschen störend. Da vielleicht hin. Ich habe reingeguckt. Ja, ich habe hier noch so kleine LED-Lämpchen von einer Firma, die ich nicht nennen möchte. Sonst heißt es wieder, ich mache Schleichwerbung. Die sind eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Behalten wir das jetzt so? Ich würde sagen, wir behalten das jetzt so. Gucken wir mal runter hier. Ich wollte gerade sagen, lass uns mal mit ein paar Woodframes hier mal was machen, aber das geht ja nicht. Dann fangen wir an. Wo fangen wir an? Da. Gehen wir in die Hocke, ist ein bisschen leiser. Was gibt's noch zu erzählen? Ja, wie gesagt, ich mache heute eine etwas kürzere Aufnahmesession. Denn ich weiß nicht ganz genau, wie lange meine Freundin heute auf der Arbeit ist. Die hat heute ihren ersten Arbeitstag. Und ich selber habe auch heute gerade mein Bewerbungsgespräch gehabt. Deswegen... Es gibt auch ein bisschen Änderungen. Ich bin gespannt, wie das denn hier so weitergehen wird. Mit diesem Kanal. Denn auch ich werde irgendwann anfangen müssen zu arbeiten. Und so wie das aussieht, sind das auch etwas längere Zeiten. Da muss ich mal gucken, wie viel Zeit ich denn noch habe, in YouTube reinzustecken. Und ja, da werde ich euch aber auf jeden Fall auf dem Laufen halten, beziehungsweise ihr werdet es merken. Und ich habe auch vor, mal wieder ein bisschen häufiger zu streamen, dass ich dann einfach mal einen Abend... 3-4 Stunden, 2-3 Stunden, mal schauen. Einfach mal irgendwas spielen. Bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich dann spielen möchte. Also es kann 7 Days sein. Ich habe auch gerade richtig Bock auf Anno. Also habe da E-Mails bekommen für diese Anno Union, diese Community von Anno. Und ja, hätte ich auch schon sehr Lust drauf. Gibt's das hier auch mal bitte mit vernünftig Licht? So, danke. Hätte ich auch schon Lust drauf. Habe ich lange nicht mehr gespielt. Und dieses 1800 sieht auch sehr interessant aus. Und ja, dementsprechend hätte ich auch mal Bock, da ein bisschen weiter zu machen. Vielleicht im Stream, mal schauen. 1800 natürlich noch nicht. Ich melde mich für die Beta-Phase an. Vielleicht habe ich Glück und kriege dann nochmal ein bisschen vorzeitigen Einblick für euch. Aber ja, vielleicht 14.04 oder so, ne? Mal schauen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Habt ihr Bock mal ein bisschen 7 Days oder Anno oder generell? Habt ihr mal Bock auf so ein bisschen mehr Livestream von mir? Was haltet ihr von der Idee? Gerade jetzt aktuell, wo halt YouTube sich so ein bisschen ins eigene Bein schießt mit deren komischen Algorithmen. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das da groß mitgekriegt habt. Aber gerade mit solchen Geschichten finde ich das halt äußerst schwierig. Mich selber betrifft es halt nicht, aber ich verfolge es aktiv bei anderen YouTubern, die da wirklich sehr drunter leiden. Und ich finde, sowas müsste man dann halt auch nicht weiter unterstützen. Und bin halt auch am Überlegen, ob man denn da mal ein bisschen gegenarbeitet.
dass man dann eventuell YouTube-Missionen dafür hat und dafür ein bisschen mehr Twitch-Livestream oder so. Könnte ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wärt ihr für so Livestreams von mir zu haben oder seid ihr lieber, ich gucke dann, wenn ich Zeit habe und dann ist gut, dabei belassen was. Ich richte mich da ja so ein bisschen nach euch. Gerne. Gerne richte ich mich da dann auch nach euch. So, Ausdauer ist runter. Dann gucken wir doch mal, was sagen denn Skills. Dafür brauche ich Level 20. Das ist ja bald. Muss noch ein paar Zombies hauen hier. So, wie sieht denn das aus mit Weapon? Mit Blade Traps, Crafting Necessary. Wo finde ich denn das? Traps. Melee Traps. Ich meine, das hier sind das. Ich glaube, die ist das. Dafür muss ich Science hochtreiben. Melee Traps. Science ist hier. Da. Oha. Dann brauche ich das hier fürs Wire Tool. Spotlight Breaker. Switches und Trigger brauche ich denn. Es fehlt mir hier 4. Warum kann ich das noch nicht? Level 20, alles klar. Generator Bank, die brauche ich auf alle Fälle. Die muss ich, glaube ich, als Buch finden. Ja, genau hier. Und dann brauche ich hier noch ein paar Punkte drin. Also es wird alles relativ teuer. Einen Schalter hätte ich auch ganz gerne. Na, reicht mir aber. Der ganz normale Schalter. Silver Dome Light, Industrial Light, 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 Spotlight, Speaker. Das sind alles Sachen, die brauche ich noch gar nicht. Aber das hier brauche ich dann auf jeden Fall. Und ich meine, ich brauche noch ein paar Level hier drin. Und muss dann wahrscheinlich Science auch noch weiter hochtreiben. Ich weiß es gar nicht. Für meinen Bau, wie gesagt, brauche ich definitiv diese Blade Traps. Diese Schiffsschrauben da. Um meine planmäßige Verteidigung da durchzuackern. Und ja. Dafür brauchen wir dann natürlich aber auch noch ein bisschen Zeugs. Oh, ich sehe gerade, wir sollten die mal reparieren. Schon wieder ganz schön runtergerockt. Wie sieht denn das aus hier? Können wir mal ein bisschen Licht weiter oben machen? Was hältst du denn davon? Zack, zack. So. Sieht doch gut aus, dann brauche ich die hier auch nicht mehr, oder? Sehr schön. So, dann hängen wir da nochmal einen Lappen dran. Da so. Was habe ich jetzt gemacht? Whatever. Hängt da nochmal einen dran, dann können wir die wahrscheinlich auch noch mitnehmen. Das sieht doch gut aus hier, von der Beleuchtung. Aber das ist eine schöne Sache hier. Einfach mal so ein Woodframe hinstellen. Macht schön Licht. Was haben wir hier eigentlich? Ist das auch Eisen? Das glitzert so schön. Also ich weiß noch nicht so ganz, ob ich hier die Einstellung vielleicht irgendwie ein bisschen ändern muss. Ich finde, ich erkenne hier sehr schlecht Unterschied zwischen Sand und Stein. Und ja gut, also bei der Beleuchtung siehst du ganz klar, was Eisen ist und was nicht. Aber ob das hier jetzt Sand oder Stein ist, könnte ich euch nicht sagen. Ich würde mal auf Sand tippen, aber es ist ein... Seht ihr? Es ist halt Stein. Es ist schwierig. Ich finde es äußerst schwierig. Vielleicht habt ihr da ja Einstellungsideen. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen. Läuft die Zeit... Ja, genau, ist Multiplayer. Schade. Ihr könnt hier ja mal kurz meine Einstellung angucken. Notfalls kurz auf Pause drücken. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht muss ich... Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich dafür jetzt hochdrehen müsste, damit ich sowas hier zum Beispiel besser erkennen könnte. Aber vielleicht habt ihr da ja nochmal einen Tipp für mich, das wäre super.
Und dann sehe ich, dass da schon wieder die Zeit natürlich wieder 5 Minuten vorbei ist. Also ich werde die Nacht jetzt nochmal ein bisschen weiterkloppen. Ist ja nur ein Stündchen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, Freunde. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss.